So, diese Widerstände sind eigentlich nur so Durchbrennverhinderer. Dass die nicht wesentlich sind, dürfte offensichtlich sein. Okay, so, das ist es, glaube ich. Jetzt, wir haben den Schalter noch, aber den lasse ich jetzt hier gerade mal weg. Die Zahlen brauchen wir auch nicht unbedingt. Okay, so, nach langer Zeit fließt in jedem Fall kein Strom mehr. Das heißt, wir haben, wir können R1 und R2 vernachlässigen, sodass dann im ersten Fall mit U1 folgt, dass wir hier C1 haben, C3, C2, U1, sodass wir hier bekommen U11, U31 gleich U21. Und wir das ausrechnen können mit U11 ist gleich U1 mal der durch den nicht, also C2 plus C3 durch die Summe C1 plus C2 plus C3. Und U21 gleich U31 ist gleich U1 mal 1 durch C1 plus C2 plus C3. Okay? Soweit. Ich mache noch eins hier. Ich zeichne nämlich hier zunächst nochmal die Spannungen ein. UC1, UC3, UC2. So, und wenn ich das tue, dann stelle ich fest, ich bleib trotzdem bei der Verkürzung, dass ich hier ein Minuszeichen spendieren muss, weil nämlich der Pfeil von C2, wenn ich den umklappe, einfach verkehrt rum zeigt. Ne? Das heißt also, ich muss hier, oh, jetzt habe ich noch die unten, da füge ich noch ein Minus ein an der Stelle. Muss ich mir einfach, nee, hier füge ich das Minus ein. So, muss ich mir einfach merken, damit habe ich es dann auch Vorzeichen richtig gemacht. So, 2 habe ich den ähnlichen Fall, C1, C3 und C2 und U2. Ich folge wieder den Pfeilen, also U22, U32 und hier hätte ich U12, also verkehrt rum wieder, sodass wir bekommen U22 ist gleich U2 mal der durch den nicht und die Summe und wir haben unten U32 gleich minus U12 gleich und dann den anderen, das ist der Zweier, durch C1 plus C2 plus C3 und wir können zusammenbauen. Wir haben nämlich UC1 gleich U11 plus U12, also gleich C1 plus C2 plus C3, das kann ich, glaube ich, schon alles hinschreiben. Und hier habe ich ein U2 vergessen. So, dann haben wir den U11, das ist der U1 mal C2 plus C3. Und dann kommt der dazu und das ist aber minus C2 mal U2. Ist das C2 richtig? Ja. Okay, dann haben wir den UC2. Das ist U21 plus U22 ist gleich C1 plus C2 plus C3. Durch was steht oben? Da steht minus U1 C1 plus, das ist der da, U2 mal C1 plus C3. Und dann haben wir noch den UC3, der ist angenehm. Da haben wir nämlich nur positive und das ist U1C1 plus U2C2. So, das war's. Es gibt auch andere Ansätze, dass Sie über die gleichen Ladungen, also im Prinzip einen Stromteiler ansetzen hier in Kapazitiven und dann über gleiche Ladung oder sowas arbeiten, das Überlagerungsverfahren. Ich glaube, das habe ich in der Musterlösung auch gemacht. Ja, das habe ich in der Musterlösung gemacht.
Habe ich? Doch, habe ich. Das hier ist etwas anschaulicher, glaube ich. Der einzige Trick ist, Sie müssen bei den beiden äußeren Kapazitäten darauf achten, dass die Spannungsquellen in denen entgegenwirken. Ja. Das ist der Trick bei der Aufgabe. Zahlenwerte brauchen wir nicht, ne? Stimmt das mit den Ergebnissen eigentlich? War nur UC3, war ja nur gefragt, alle anderen nicht. Ja, das passt aber. Okay, sonst noch Wünsche? Dann aus.